Heute für euch 20 mächtige uralte Zauberer aus Harry Potter, von denen ihr noch nie etwas gehört habt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir über 20 Pioniere der Zaubererwelt sprechen. Alte Hexen und Zauberer mit illustren Geschichten und bedeutenden Beiträgen zur magischen Welt. Von den Gründern der Zaubererorganisation bis hin zu den dunkelsten Hexen und Zauberern, die in der magischen Welt lebten. Diese Liste hat vieles zu bieten, also lasst uns ohne weitere Umschweife eintauchen. Jarth Hobart, ein Hexenmeister aus dem 15. Jahrhundert und Theoretiker des Zaubers, ist vor allem bekannt als der Gründer des Dorfes Hogsmeade, der einzigen rein magischen Siedlung in Großbritannien. Einstig gründete Hogsmeade als einen sicheren Zufluchtsort für Hexen und Zauberer, die einen Ort schaffen wollten, an dem sie frei und ohne Angst vor Verfolgung durch Muggel leben konnten. Die Stadt selbst wurde im 10. oder 11. Jahrhundert gegründet, etwa zur gleichen Zeit wie Hogwarts. Jarth Hobart war ein Visionär und Erfinder, der immer davon geträumt hatte, Gegenstände schweben zu lassen. Schließlich entwickelte er einen Zauberspruch, der es ermöglichte, Gegenstände je nach ihrem Gewicht und der Geschicklichkeit des Zauberkünstlers unterschiedlich lange schweben zu lassen. Am 16. Juli 1544 versuchte Hobart eine öffentliche Vorführung seines neu erfundenen Schwebezaubers in der Opferkirche. Er kletterte hoch und ließ sich selbst sowie verschiedene Objekte erfolgreich schweben. Sein größter Fehler war jedoch, als er versuchte, den Hut des obersten Hexenmeisters zu heben, versehentlich dessen Glatze freilegte, weil er stattdessen die Perücke anhob. Dies führte zu peinlichen Momenten und einer Geldstrafe für unerhörte Dummheit. Dennoch ließ sich Hobart nicht entmutigen und plante eine zweite Demonstration, bei der er eine noch größere Menschenmenge anzog. Pioniere des Quidditch. Quidditch ist zweifellos die beliebteste und bekannteste Sportart in der gesamten Zaubererwelt und im Harry Potter-Universum. Das Quidditch-Spiel hat viele Entwicklungsstufen durchlaufen, bevor es zu dem wurde, was es heute ist. Die ursprüngliche Art des Quidditch geht auf eine Hexe namens Gertie Kettle zurück, die im 11. Jahrhundert von einem Besenstiel träumte. Sie beschrieb in ihrem Tagebuch vermutlich auch primitive Formen des Quidditch mit einem rudimentären Quaffel und Toren. Der nächste Bericht über das Spiel kam erst 100 Jahre später, von einem Zauberer namens Goodwin aus Yorkshire, der es in einem Brief an seinen norwegischen Cousin erwähnte. Eine der bedeutendsten Veränderungen des Spiels erfolgte jedoch erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts, als der goldene Schnatz, damals Snidget genannt, hinzugefügt wurde. Das erste dokumentierte Quidditch-Spiel fand 1269 statt, als Barbarus Bragg, der damalige Vorsitzende des Rates der Zauberer, ein Spiel in Kent beiwohnte und einen solchen Vogel aus unbekannten Gründen auf das Spielfeld freiließ. Er versprach der Quidditch-Mannschaft, dass er dem Spieler 150 Galleonen geben würde, der den Snidget zuerst fängt. Im Jahr 1398 schrieb Zacharias Mumps die Regeln des Quidditch-Spiels erstmals auf und dokumentierte sie. Dies sind einige der bemerkenswertesten Meilensteine in der Entwicklung des Quidditch, die es zu dem gemacht haben, was es heute ist. Viso Azaleon war ein griechischer Zauberer, der irgendwann zwischen den Jahren 480 und 700 vor Christus lebte. Sein Anspruch auf Ruhm besteht darin, dass er der erste bekannte Animagus in den Aufzeichnungen war. Es ist jedoch unbekannt, ob er den Prozess entdeckt hat oder er nur der Erste war, der in der Geschichte für die Fähigkeit bekannt wurde, seine Animagus-Form zu wechseln. Yaman war der erste bekannte Zauberer auf allen Kontinenten. Er stammte aus Ägypten und lebte 2600 vor Christus. Es gibt nur wenige Informationen darüber, woher er kam und in welcher Zeit er lebte. Es bleibt eine offene Frage, ob die Kunst der Zauberer sich weiter zurückverfolgen lässt als seine Zeit oder ob er wirklich der Erste war. John C. Aldridge, der von 1342 bis 1379 lebte, ist bekannt als das erste bekannte Opfer der Drachenpocken. Er erkrankte irgendwann in seinem Leben an dieser Krankheit, die seine Haut grün färbte und mit Unreinheiten zeichnete. Obwohl andere vor ihm an Drachenpocken erkrankten, war Aldridge der erste dokumentierte Todesfall, da es damals kein bekanntes Heilmittel gab. Sein Status als erstes Opfer verlieh ihm posthum Ruhm und er wurde später auf einer Schokoladenfroschkarte abgebildet. Bridget Wenlock, die von 1202 bis 1285 lebte, war eine berühmte englische Hexe und Mathematikerin des 13. Jahrhunderts. Sie war die erste Person, die die magische Eigenschaft der Zahl 7 untersuchte und dafür bekannt wurde, ihre Theoreme mit unsichtbarer Tinte zu dokumentieren. Ihre innovativen Ideen und Einsichten machen sie zu einer gefürchteten Persönlichkeit im Bereich der magischen Mathematik.
Residian. Residian war ein dunkler Zauberer, von dem behauptet wurde, dass er zu einer unbekannten Zeit existierte. Es wird gesagt, dass Samhain, der im Mittelalter lebte, außergewöhnlich talentiert in den dunklen Künsten war und fähig war, alle Arten von bösen Tränken herzustellen und düstere Zaubersprüche zu wirken. Trotz seiner Fähigkeiten hatte er jedoch große Schwierigkeiten mit dem Patronus-Zauber. Für normale Zauberer ist dieser Zauber eine Manifestation ihres Geisttieres, ein Zeichen reinen Herzens. Als Mowen versuchte, den Patronus-Zauber zu wirken, wurde er jedoch von Maden konfrontiert, die ihn umschlangen und seinen Körper verzehrten. Dies zeigt, wie tief in der Dunkelheit Mowen steckte. Sein Herz war nicht nur unrein, sondern pure Bosheit. Und genau das passiert mit Leuten, die versuchen, dann den Patronus-Zauber zu wirken. Ulic Gam war der ursprüngliche Zaubereiminister im Vereinigten Königreich, der von 1707 bis 1718 im Amt tätig war. Während seiner Amtszeit leitete er den Übergang vom Zaubererkonzil zum Zaubereiministerium und gründete die Abteilung für magische Gesetzgebung. Unter seiner Führung wurden Todesflüche als unverzeihlich eingestuft und ihre Anwendung verboten. Cersei war eine antike griechische Zauberin, die auf einer Insel Aia lebte und eine Vorliebe dafür hatte, verlorene Matrosen in Tiere zu verwandeln, insbesondere in Schweine, wie komisch das auch klingt. Während Harry Potters erster Reise nach Hogwarts im Jahr 1991 erhielt er ihre Schokoladenfroschkarte, die auch ein Porträt von Cersei zeigte. Dieses Porträt diente als Wächter einer versteckten Abkürzung im Schloss Hogwarts, die im vierten Stock am Ende der großen Treppe in die Eingangshalle führte. Albert Wuffling, trotz seines Namens, war ein äußerst einfallsreicher Zauberer. Vor seinem Tod im Jahr 1981 erlangte Wuffling Weltruhm für seine Expertise in magischer Theorie und gilt als der Vater der modernen Magietheorie. Sein umfassendes Werk über die Magie ist ein Standardwerk, das viele Hexen und Zauberer bis heute studieren, um das tiefste Verständnis der magischen Mysterien zu erlangen, von der Quelle des Lebens bis zur Essenz selbst. Lexius war einer der Besitzer des Elderstabes, den er rücksichtslos benutzte und ihm den Namen Todesstab gab, indem er während seiner Nutzung zahllose Menschen damit ermordete. Er war ein wahrhaft böser, dunkler Zauberer, gegen den viele vorgingen, darunter sogar seine eigene Mutter, die behauptete, diejenige zu sein, die ihn besiegen würde. Lexius war einer der dunkelsten und gefährlichsten Zauberer seiner Zeit. Icristis ist nicht besonders bekannt, hat jedoch seinen Platz in der Geschichte als ein Praktiker der schlimmsten dunklen Künste, die man sich vorstellen kann. Er lebte im 15. Jahrhundert und war der ursprüngliche Bewohner der Insel Azkaban. Icristis verwandelte die einst gewöhnliche Insel mit Tarnzaubern in ein Experiment der dunklen Künste. Er lockte Muggelsegler auf die Insel, folterte und ermordete sie grausam, bevor er selbst den Verstand verlor und völlig dem Wahnsinn verfiel. Es wird spekuliert, dass er möglicherweise die Schöpfung der Dementoren beeinflusste, die später als die bösartigsten Kreaturen in der magischen Welt bekannt wurden. Wendelin, der Unheimliche, war eine mittelalterliche Hexe aus Großbritannien, die während der Hexenverfolgung des 14. Jahrhunderts eine bemerkenswerte Figur war. Anders als viele andere Hexen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, widerstand Wendelin diesem Schicksal unglaubliche 47 Mal, jedes Mal in einer anderen Verkleidung. Sie suchte das vergnügliche Gefühl des Flammeneinfrierzaubers, der die Feuer nicht gefährlich machte, sondern ihr stattdessen ein angenehmes und kitzelndes Erlebnis verschaffte, das sie genoss. Otten Gamble war eine bekannte britische Hexe, die von 1827 bis 1835 die angesehene Position als 14. Zaubereiministerin im britischen Zaubereiministerium innehatte. Während ihrer Amtszeit leistete sie bedeutende Beiträge zur magischen Welt. Getrieben von ihrer Faszination für Muggeltechnologie und einem kontroversen Blickwinkel, erkannte sie die Notwendigkeit eines diskreten Transportmittels für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Sie setzte sich erfolgreich für die revolutionäre Idee eines Zuges ein und löste damit ein langjähriges Problem der sicheren und unauffälligen Umsiedlung zahlreicher Schüler, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit der nicht-magischen Gemeinschaft zu erregen. Ihr Konzept führte schließlich zur Einführung des ikonischen Hogwarts Express, der die Art und Weise veränderte, wie Schüler nach Hogwarts reisten. Morgana Le Fay war eine dunkle Hexe aus dem Mittelalter, berühmt für ihre antagonistische Beziehung mit dem legendären Zauberer Merlin und ihre Verbindung als Halbschwester von König Artus. Sie lebte und wirkte im Mittelalter und war eine einflussreiche Figur mit außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten. Besonders bemerkenswert war ihre Fähigkeit, sich in einen Vogel zu verwandeln, was sie später zur Königin auf der Insel Avalon machte.
Trotz ihrer Autorität neigte sie schließlich zu den dunklen Künsten und entwickelte sich zu einer erfahrenen Praktikerin der schwarzen Magie, die zu einer gefürchteten Gegnerin des geschätzten Zauberers Merlin wurde. Morgana wird weiterhin als die mächtigste dunkle Hexe ihrer Zeit angesehen. Eladora Kettridge, die von 1656 bis 1729 lebte, erlangte Beachtung als die erste Hexe, die die magischen Eigenschaften des Steinkleekrauts entdeckte. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse verzehrte sie versehentlich die Pflanze und geriet dadurch in große Gefahr, fast zu ersticken. Sie rettete sich jedoch schnell, indem sie ihren Kopf in einen Eimer Wasser tauchte. Andros der Unbesiegbare war ein geschätzter Zauberer des antiken Griechenlandes, der für seine außergewöhnliche Leistung bekannt war, einen Patronus von unerreichter Größe zu beschwören. Sein Patronus erreichte immense Proportionen und wurde in der Geschichte der Zauberer als das herausragende Beispiel angesehen für einen Patronus. Andros außergewöhnliche magische Fähigkeit brachte ihm unglaubliche Anerkennung ein und zeigte seine unvergesslichen Fähigkeiten im Umgang mit dem Patronuszauber.